Wer als Kind noch den Kulturpark Plenterwald erlebt hat, dem können heutzutage eigentlich nur die Tränen in den Augen stehen beim Anblick dessen, was daraus geworden ist. Der Spreepark, wie er seit Anfang der 90er heißt, ist eigentlich eher ein Gruselkabinett. Verfallene Fahrgeschäfte, zugewucherte Anlagen und zwischendrin wird ein bisschen Theater gespielt. Kommende Woche soll das Gelände versteigert werden. Aber was kommt dann? Fragen wir doch einfach mal Uli Zelle. Der ist nämlich für uns live vor Ort. Ja, der Spuk hat bald ein Ende und auch das gleichnamige Theaterstück, was hier analog zur DDR-Fernsehserie gezeigt wird. 23 Mal in diesem Sommer hat man es gezeigt und jetzt hier unter dem Riesenrad zum letzten Mal an diesem Wochenende. Und dann soll neues Leben einkehren, ja hier in den Plenterwald bzw. hier in diesen Kulturpark. Hey, Sie passen seit 8 Jahren darauf auf, dass der Park ein bisschen geschützt bleibt und nicht völlig zerstört wird. Ist für Sie jetzt auch Schluss? Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, es wird einiges weitergehen. Wir wollen Führungen weitermachen. Wenn es jemanden gibt, der es ersteigert, glaube ich auch, wir können uns an einen Tisch setzen und eigentlich das Konzept, was wir gefahren haben, dieses Kunst-Kultur-Konzert weiter aufleben lassen. Ich habe auch im August ein großes Event, ich muss ja auch die Verträge erfüllen, ein Geocaching mit erwarteten 4000 Besuchern. Also es wird sich noch einiges tun. Und die Bahn fährt auch noch und wir sind mal mitgefahren mit dieser Bahn rund um das ganze Areal. Das ist nämlich insgesamt 30 Hektar groß, ein schönes Areal. Aber es liegen doch einige Schulden letztendlich drauf, verursacht durch die Familie Witte, die Schaustellerfamilie. Nun soll das Ganze versteigert werden, 1,2 Millionen Mindestgebot. Und was dann hier geschehen wird, das weiß man letztendlich noch nicht. Auf jeden Fall sind sich Senat und auch Bezirk einig, also Treptow-Köpenick, dass es ein Freizeitpark werden soll. Und demnach soll auch dann der Bebauungsplan hier gezimmert werden. Rainer Hölmer, der Baustadtrat, haben Sie schon einen Bieter und einen Interessenten? Hat sich da schon rumgesprochen? Es gibt verschiedene Interessenten, die nachgefragt haben. Einen direkten Bieter kenne ich bisher noch nicht. Aber wir haben sehr klare Vorstellungen, was sich hier entwickeln soll. Nämlich genau eben ein Freizeitpark, wie Sie es schon gesagt haben. Ein Freizeitpark oder ein Vergnügungspark eventuell mit vielen Fahrgeschäften? Das kann man relativ kreativ auslegen. Also da gibt es ja durchaus gewisse rechtliche Rahmen, die man da noch voll ausnutzen kann. Das kommt letztendlich darauf an, was ein Investor anzubieten hat. Sehr wichtig ist uns aber Kultur. Und die Schulden würden dann bei einer Zwangsversteigerung wegfallen. Das heißt, also für 1,2 Millionen könnte es letztendlich weggehen, dieses ganze Gelände. Das könnte bei einer Zwangsversteigerung in der Tat rauskommen, dass letztendlich ein lastenfreier Erbaufrechtvertrag, so muss man das ja sagen, dann letztendlich da sein wird. Das Grundstück als eigenes bleibt natürlich beim Land Berlin. Das bleibt beim Land Berlin und da ist vielleicht auch die Chance einer Bürgerinitiative Plenterwald. Frau Butze, Sie haben auch etwas vor und wollen eventuell mit dem möglichen Investor dann zusammenarbeiten. Was würden Sie ihm denn sozusagen ins Grundbuch schreiben wollen? Ja, wir wollen den Plenterwald so, wie er ist, eigentlich behalten. Also so als Geisterpark? Nein, oder also nicht als Geisterpark, sondern soll ökologisch, nachhaltig bewirtschaftet werden für Bildung und Kunst. Und wo wollen Sie denn das Geld herbekommen? Sie wollen das auch als Crowdfunding dann zusammenbekommen? Naja, die Bürger haben ja im Prinzip auch schon über Steuern relativ viel dafür gezahlt und anteilsmäßig und auch viel Herzblut hier. Und es geht darum, dass diejenigen, die Herzblut hier haben, zusammenkommen und symbolisch jeder 1 Euro zahlt als Bürger. Und wir herausfinden, ob die Berliner im Schnitt so viel Engagement haben. Dann wird es vielleicht ein Bürgerpark, ein Vergnügungspark, ja, wo sich die Bürger dann letztendlich vergnügen. Also nächste Woche dann die Versteigerung. Und wir haben es ja gerade schon gehört, es ist zwar Schluss mit dem Spuk unterm Riesenrad, dieser Spuk hat ein Ende, aber im Ende liegt ja auch wieder ein Anfang. Und deswegen geht es jetzt weiter mit Sascha Hengst.